Freunde, willkommen zum letzten Tag des blutigen Kampfturniers. Heilung, Wiederauferstehung haben keinen Effekt. 4 Sterne, alle Farben. Ja, also wir müssen alle 5 gewinnen, um noch minimale Chance auf Top 1 zu haben. Ja, also wir sind grandios auf 18,1. Weil ich weiß nicht, was da schief läuft, ganz ehrlich. Am besten dann gar keine Embleme in die Dev stellen, ja. Aber dann ist halt auch wieder das Ding. Dann habe ich keine Embleme in der Dev stehen und dann kommen die mit 20er Emblemen-Helden da an und ballern mich auch weg, ja. Deswegen war halt der Gedanke, die mit höheren Emblemen dahin zu stellen. Ja, vielleicht müssen wir einfach defensivmäßig einfach abdanken bei 4 Sterne, weil wir da halt hauptsächlich Heiler emblemiert haben. Und dann halt Leute, die für den Krieg geeignet sind, ne? Ich glaube, da werden wir nicht viel reißen, solange wir da die Embleme drauf haben. Aber naja, was soll's, ja? Wir ziehen es jetzt hier durch. Hier nehmen wir Lila und Grün mit. 3 Lilane, 2 Grüne. 3 Lilane. Die mit, denn ich nehme auch mal Steinspalt. Und 2 Grüne. Nehmen wir Catmon noch mit und Mr. Hensel. Nochmal eben gucken, wer macht da mehr Sinn. Er ist ein toter Kamerad hier. Da passiert nichts. Der entfernt nur Boni. Wir haben aber keine. Das cleanen wir mit ihm. Hier sind zweimal Dev da und das können wir nicht. Also da müssten wir den Kostümierten mitnehmen. Ja, wir lassen. Wird schon schief gehen. Okay. 3 Lilane unter Lee, das ist schon mal nicht schlecht. Kriegen wir irgendwie da noch was hin? Nee, erstmal nicht. Na, hätte ich das mal gewusst, dass da was nachkommt. So ein Mist, ey. Wir kriegen die hier nicht rüber in irgendeiner Art und Weise. Den gucken wir mal, was passiert. Okay, jawohl, der ist sehr gut hier. So. Die ist schon mal weg. Gut. Dann würde ich sagen, spielen wir den Diamanten hier in der Hoffnung, dass Lila mitkommt. Ich würde gerne den Diamanten spielen, kann ich aber nicht, weil ich sonst mir das Lila-Match kaputt mache. Oh nein, Hänsel, das ist tragisch. So, wer ist die, damit Grimm weg ist? Dann machen wir das so, das geht nämlich in Lila und in Grün, ja, das ist optimal in dem Fall. Wenn wir die spielen, dann haben wir die Lila dann zusammen. Die gehen aber in ihn rein, er wäre geladen. Alternativ können wir die blauen spielen, die gehen, dann ist er auch geladen und dann hätten wir aber grün. Dann Catmon. Dann machen wir die grünen. Aber noch nicht geladen, auch gut. Geh doch mal auf Tiburtus, Mensch. Aber gut. Ah, die Angriffe von Steinspalter waren dann doch immer noch, hilfreich. Gut. Reich Nummer 1, Wukong. Dann nehmen wir wieder die 3. Das hat ja gut funktioniert. Und wieder blau hier. Könnten wir eigentlich auch wieder nehmen. Also 2 grüne. Ja, vielleicht ist Hänsel nicht so optimal, wenn er natürlich alle nicht viel leben, ne, im Vergleich zu den Gegnern, die wir da haben.
Nehmen wir es mal so hin. Da ist er ein bisschen geschützt vielleicht. Wir brauchen ihn, um eventuell den Gegenschlag wegzukriegen. Obwohl, wir haben hier Death Down, wir haben hier Brennen. Das ist halt die Frage, nehmen wir jetzt ihn mit und hoffen, dass wir Wukong. Also ich hoffe ja sowieso dadurch, dass ich drei Lilane mitnehme, dass ich Wukong schnell wegkriege. Wenn er weg ist, sind halt die beiden noch gefährlich, weil die halt Death Down und dann Brennen machen. Aber sie machen nur Brennen auf einen. Ah, komm, wir lassen das so. Passt schon. Oh Mann, gut, dass ich es gelassen habe. Das Board ist nicht gut. Die Grünen sehe ich. Naja, spielen wir die erstmal. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da ein bisschen Bewegung reinkriegen. Nehmen wir die noch. Das war jetzt glücklich. Boah, holen uns die weg, ey. Und das so, wir gehen auf Tiburtus erstmal. So, jetzt ist Wukong erstmal weg. Gut. Dann gucken wir, dass wir unsere Lilanen vielleicht kriegen. Hier passiert nicht. Nehmen wir die Grünen auf Tiburtus oder die 4 auf Kelide? Also, Grün macht ja eh nicht viel Schaden auf Rot, ne? Deswegen nehmen wir das mal so. Das ist ja schon wieder harter Tobak hier, ey. Mann, Mann, Mann. Kriegen wir denn jetzt hier? So kriegen wir Lila zumindest zusammen. Na gut, Hänsel ist wieder down. Er verabschiedet sich. Warte, was ist das denn? Machen das so, dann kriegen wir hier die Lilanen. So, jetzt haben wir da Grün. Okay. Scheiße, ich habe keine Lilanen mehr. Ach, herrje. Herrje, herrje, herrje. Die Grünen kann ich spielen, aber. Dann löst sie aus. Wenn ich den Diamanten spiele, mache ich mir das grüne Match kaputt. Beziehungsweise ich habe den dann noch. Würde gehen, warte mal. Ach nee, war doof. Da habe ich sie beide getriggert. Ja, das war doof. Das war blöd. Ja, aber ich glaube, das hätten wir sowieso nicht gepackt. Da war zu wenig Lila noch drauf und selbst wenn ich nur die Grünen in Kelile gespielt hätte, sie hätte ausgelöst, dann hätte sie mir einen weggehauen und Kettmann war ja auch kurz davor. Also ich glaube nicht, dass da viel bei rumgekommen wäre. Aber hier würde ich jetzt mal sagen, drei Grüne. Wir nehmen den Steinspalter jetzt mal raus. So. Was mit Mana-Kontrolle? Was? Ich nehme meine Katze mal mit. Komm. Ach, die ist ja auch da. Okay. Katze gegen Katze. Warum der Gormek da ist, weiß ich nicht.
Nehmen Sie mit. Einfach wegen dem Gegenschlag. Nochmal zusätzliche Absicherung, falls Catmon nicht auslösen sollte. Das war schon mal nicht schlecht. Das ist viel grün, da kann man jetzt wieder viel falsch machen, ja. Nehmen wir die mal. Es sind gute Farben für mich dabei, aber irgendwie sind die so scheiße angeordnet, dass du da gar nichts machen kannst, so wirklich, ne? Jetzt machen wir das mal so. Nehmen die so, der kommt dann nämlich hoch, dann haben wir hier wieder drei grüne. Als Gegenschlag auf alle, ja, das ist ja in Ordnung, dafür haben wir sie ja aufgehoben. So. Ja, okay. Was ist das schon wieder für eine Sache hier, ey, mal ganz ehrlich. So, und du bist weg. Du kriegst das. Voll. So. Reicht das? Ah, reicht nicht. Ja, klar, irgendwie. Okay. Prescott. Oder Prescott. Ah, Top 5. Ah, ich bin froh, wenn ich Top 5 am Ende lande. Ja, wenn ich da am Ende bin. Gut, hier müssen wir grün und rot nehmen. Da geht nichts dran vorbei. Zwei rote noch. Der rote. Ich mit. Und ich. Auch hier müssen wir aufpassen, ja, Borel. Aber wenn das Board mitspielt, sollte das funktionieren. Rot und Grün brauchen wir. Haben wir beides nicht. Oh, da haben wir doch. Habe ich mich vertan. Grüner Diamant. Da war er wieder. Nehmen wir es ganz kurz. Das war der Plan. Oh, du kriegst ihn mal ab. Ihn ab. So. Ja, das war der Plan, die vorher auszulösen. Specials machen, dann den Diamanten erst. Ja, haben wir jetzt. Siehst du, haben wir wieder Specials voll. Board ist natürlich jetzt auch sehr angenehm gewesen. Ich weiß, sie kann ausweichen. Ich hoffe, sie tut's nicht. Jawohl. So. So, ein bisschen Mana vollballern. Mehr jetzt kriegt, desto besser. Out. Das Board ist echt ein Geschenk, ne? Und tschüss. Gut. Achso, falls es übrigens jemanden interessiert, ja, ist alles gut gelaufen. Gestern mit dem Krankenhaus. Nicht bei mir, aber bei meinem Papa. Ja, nur mal eine Info, weil manche nachgefragt haben oder gesagt haben, ja, alles Gute und so. War nur Nachuntersuchung, aber es war eine kleine Nach-OP praktisch, die gemacht werden musste, weil da ein Draht raus musste und so. Ja. Aber alles gut gelaufen. So, und jetzt gucken wir, letzter Angriff. Nila und lass die beiden roten. Nimm nur Lila mit. So, habe ich gerade gar nicht geguckt, ob da jemand ist. Warte mal. Keiner hat da Boni. Nee, weißt du was? Ich nehme Lila und Grün mit, weil dann nehmen wir kostümierten Catmon mit. Weil hier ist Death Down, da ist Attack Down, Death Down, Death Down, Death Down. Okay, machen wir es mit. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Switchen wir komplett anders. Du kommst rein. So.
Dann nehmen wir Hänsel wieder mit, auch wenn der im Moment ein bisschen schwächelt hat heute. So, und jetzt drei Lilane. Zum Abschluss. Iwurtus. Dann nehmen wir Ameona mal mit. Mal gucken. Die klingt sie hier komplett aus. Und. Cyprian. Jetzt mal ein bisschen defensiver. Cyprian, weil hier Multihitter sind, ja. Immer drei Minimum. Vielleicht klappt das. Das ist jetzt mehr so ein bisschen Spaß noch so, ja. Mal zum Abschluss. Grün haben wir viel, das ist sehr schön. Dann fangen wir damit mal direkt an. So. Vielleicht nicht so viel in Lee, danke. Okay, ja, komm, gehen wir direkt auch mal so da drauf. Ah, okay. Das hat schon mal funktioniert. Ich überlege gerade. Wenn ich die spiele, ja, dann gehen die beim Blauen hoch. Kaskadieren hier und da. Ich krieg viel Bewegung. Geht natürlich viel im Buddy rein, ja. Aber ich habe danach ein grünes Match, was ich ghosten kann. Dann müsste er eigentlich auch schon fast gut dabei sein. Ah, okay, das ist gar nicht mal so schlimm jetzt gewesen. Toll. So, wir gehen auf Buddy. Hier gehen wir auf Tiburtus. Dann ghosten erstmal wieder. Nehmen erstmal die. So, jetzt haben wir die hier unter Grimm. Machen wir auch. Oh, perfekt. Oh, den hat er mir nicht gegönnt, der 38. Den hat er mir nicht gegönnt. Den kriegen wir aber weg. Kriegen wir so weg. So, tschüss. Ja, jetzt könnt ihr euch von mir aus gegenseitig hier alle kaputt machen. Ach, war blöd, ne? Ameona neben Dingens zu packen. War jetzt nicht so schlau. Da hat sie ja jetzt gar nichts von. Okay, aber das haben wir ein bisschen was von jetzt. Hasta la vista. Ja. Gut. Ja, das war ein bisschen doof jetzt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass sie dann auch gar nichts davon hat. Okay, Top 1%. Ja, was soll ich sagen, ne? Das war keine gute Serie da. Prinzipiell 6 Niederlagen ist so ein Mittelding, ja, aber dadurch, dass halt die Defensive halt nie was gerissen hat, ist es halt, da fehlen uns natürlich enorm viel Punkte allein durch die Defensive, ja. Ach, wollte ich gar nicht hier. Ah doch, war doch richtig. Was haben die denn hier oben? Okay. Da sehe ich jetzt nicht so irgendwie das Problem drin. Hier könnte es ein bisschen tricky werden, aber gut, jede ist zu schlagen, ja. Mit dem richtigen Board ist jede zu schlagen. So. Dies nehmen wir hier mit. Wäre eine Goblin-Kiste ernsthaft. Da ist da jetzt wieder nur Mist drin. Ja, war ja klar. Ja, nichts mit anfangen. So, dann. Das nochmal eben ein. Was hat der Weg der Tapferkeit hier zu sagen?
Okay. Sammel Eisen, Naturhelden, Belohnung auch, danke. Oh, das haben wir Naturhelden. Nein, geil. Hat nichts gebracht. Okay, aber das war es jetzt erstmal. Ich habe mich dazu entschieden, noch Season 4 zu beschwören. Nicht viel, ja. Ich kaufe ja immer dieses Angebot hier. Ja, das ist ja, das, weil das ist, vom Prinzip her ist es sehr gut. Ja, muss man sagen. Eins der wenigen, wo ich sage, ja, das ist nicht schlecht, weil du hast 10 Beschwörungen, beziehungsweise mit denen noch hast du 20 Beschwörungen. Dann kann man schon ein bisschen was machen. Und ich hatte ja sowieso knapp 1000 unter Wildnismünzen. Das heißt, ich werde erstmal dann in einem Video dann die Münzen wegballern und dann vielleicht eine Zehner, vielleicht. Vielleicht auch keine Zehner mehr, kommt drauf an, wie es läuft. Wenn ich da einen 5-Sterne-Held kriege, ist alles gut, dann höre ich auf. Wenn nicht, mache ich noch eine Zehner und wenn dann keiner kommt, dann ist das halt so, ja. Fokus, wie gesagt, immer noch auf Valhalla. Aber vielleicht kann man jemand noch einen abstauben. Dann gucken wir einfach mal, wie das dann läuft. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao.